Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial. Und ich muss jetzt hier mal kurz das Mikrofon richten und die Blätter da weg tun. Ich habe gerade gelernt. Haha. Ja, hier, das ist ein ungewöhnliches Tutorial. Das ist diesmal ein Photoshop-Tutorial. Ja, ich bin kaum vorbereitet. Bei mir liegen alle Kabel irgendwo rum. Naja, egal, darum geht's nicht. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr diese Figur hier, das ist jetzt zum Beispiel bei Minecraft Maxal, wie ihr das hier da hineinfügen könnt. Wartet, hier hineinfügen könnt irgendwo. Das ist jetzt mein Kanalbanner, mein neuer. Also wie ihr diese Figur, wie ihr diese Figur hier, ohne diesen Hintergrund und ganz schön nur so die Ränder und das Innere halt einfügen könnt da hinten. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Ihr nehmt zuerst diesen Pinsel da unten, das ist dieses Brush Tool, und dann sagen manche Leute, ja, da muss man einfach anmalen. Aber das ist nicht ganz so einfach. Okay, es ist schon ein bisschen einfach, aber ist auch egal. Dann müsst ihr hier unten, hier, schaut meine Maus an, da geht's nach unten, zu diesem Teil, was ein bisschen ausschaut wie die Europaflagge. Da klickt einfach mal drauf. Und dann wartet ihr kurz, bis das fertig geladen hat. Und dann sieht das Ganze so aus mit einem Viereck mit einem Kreispunktteil. Ja. Und dann könnt ihr hier das einstellen, das ist mit Rechtsklick, könnt ihr das Ganze einstellen. Hier, das ist so Härte und dies und das. Und ich mache das jetzt erstmal ein bisschen größer. Hier könnt ihr auch schauen, wie groß das Ganze ist. Und dann machen wir das Ganze mal so. Dann nehmt ihr hier mit der Maus. Das ist so. Und dann macht ihr erstmal die Umrahmungen. Es ist nicht schlimm, wenn ihr ein bisschen rausfahrt oder reinfahrt. Das ist jetzt kein Problem. Das ist zum Teil sogar besser. Das kann man natürlich danach noch schöner machen. Ich mache das jetzt auch schön. Ich werde das jetzt erstmal verschnellern hier, damit ihr nicht 5 Millionen Stunden hier warten müsst. Also bis gleich. So, das wäre jetzt eigentlich fertig hier. Das war's. So müsste das dann danach aussehen. Ein leicht wie ein Wackelpudding sieht das, finde ich, aus. Ja, das war's eigentlich mit dem Anmalen. Ihr müsst schauen, dass ihr keine Stelle vergessen habt hier. Fahrt zur Sicherheit nochmal ein bisschen grob drüber. Und ja, dann drückt ihr nochmal hier auf dieses Viereck mit einem Kreis drin drauf, hier schön draufklicken. So, dann lädt das Ganze. Braucht ihr ein bisschen, genau. Dann nehmt ihr das Verschiebewerkzeug. Dann, wie ihr hier seht, könnt ihr das Außen verschieben. Da könnt ihr dann einfach auf Entfernen klicken, also bei eurer Tastatur normalerweise. Dann ist das Ganze weg. Das ist dieser Hintergrund. Und dann habt ihr nur noch das hier. Das ist natürlich gut, dann nehmt ihr das. Schaut, ihr müsst mit der Maus darauf gehen und dann wartet ihr ein bisschen. Und dann könnt ihr das hier so wunderschön einfügen. Ja. Und dann habt ihr das hier. Und ich zeige euch das jetzt auch mal ganz kurz. Das ist so groß, das Ding. Jo, dann ist das mal ein mehrseitiges Tutorial. Dann entfernen wir dieses Ding da gleich mal wieder. Und wenn ihr das entfernt, das ist sozusagen eine Kopie von dem Ding hier. Ja, du sollst dich entfernen eigentlich. Hier so, weg damit. Ja, es lädt gerade. Genau, geht doch. So, also das hier haben wir jetzt. Was war das Image, glaube ich? Image. Image. 600 Nummer. Machen wir genau 600. Und da unten noch 600. Das müsste. Die Breite passt eigentlich. Machen wir mal 640 mal 600. Genau, das wäre dann gut. Dann gehen wir auf OK, dann ist es so leicht kleiner. Und dann lädt es schon wieder.
So, dann nehme ich mir dieses Figürchen hier. Und du ist daher. Normalerweise ist das nicht so langsam bei mir. Ich nehme halt da jetzt nochmal auf und naja. Da, aber wie ihr seht hier, da sind so eklige Ränder und alles. Die wollt ihr natürlich nicht haben. Oder? Wollt ihr nicht? Na, dann, wenn ihr sie wollt oder es perfekt gemacht hat, dann könnt ihr jetzt ausschalten. Oder nein, wisst ihr was? Ist mir eigentlich jetzt wurscht. Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Ich korrigiere das jetzt selber noch nach, aber nicht im Video. Ja, das war's. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das hat euch geholfen.